Sass Leute, hier ist der Rayset und willkommen zurück zu Dreaming Mary. Jo. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, ob wir noch wem helfen können. Wieso sagt der Angel in Blau? Okay, es könnte sein, dass alle fertig sind. Ich gebe mal Angel jetzt in klein ein. Schade. Schade. Habe ich das Passwort wohl doch noch nicht? Kann ich ihr noch helfen? Ja, dann gehe ich wohl wieder zu Boris. Okay, er will, dass ich 3 Samen von den Freunden kriege, dass wir tiefer in den Traum gehen können. Also habe ich noch nicht lang genug mit ihm gespielt. Warte, was? Der Samen? Auf keinen Fall. Du verarschst mich, oder? Komm schon, tu das nicht. Willst du wirklich diesen alten Samen? Du meinst das ernst? Okay. Wir spielen eine Runde Verstecken. Wenn du mich finden kannst, kriegst du den Samen. Wenn nicht, gibst du mir 1 deiner Blütenblätter. Das sind nur 10 Sekunden dieses Mal. Lass uns anfangen. Okay, ich verkack's. Fuck, da war's, oder? Keine Ahnung. Hahaha. Du hast verloren. Okay, ich habe den Samen aber am Blütenblatt verloren. Ich glaube nicht, dass es gut gelaufen ist. Ich speichere mal aber auf einen anderen Spielstand. Was? Der Samen? Bist du sicher, dass du ihn willst, Mary? Du könntest einfach nur hier bleiben. Wenn du ihn wirklich willst, kann ich vermuten, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich würde dir eine Challenge anbieten. Es gibt ein Buch, das ich verloren habe. Es war ein braunes Journal von jemandem geschrieben, der Anna heißt. An wen war es gerichtet? Kann ich noch Tipps holen? Nein, 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 das will ich nicht. Halt, stopp, das will ich nicht.
Das wollte ich nicht. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich nur lesen, was er zu sagen hat. Er hat gesagt, nächstes Mal sollten wir den Engel finden. Hier muss irgendwo ein Buch sein. Kann ich da durch? Nein. Das war aber ein braunes Buch, oder? Verdammt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich verliere ich 3 von diesen Blütenblättern jetzt. Jeden, der das lesen will, der kann es wieder lesen. Aber ja, das ist nicht das, was ich jetzt vorlesen will. Blätter ich da weiter? Ah, ich blätter weiter. Also jeder, der das lesen will, kann es immer noch lesen. Aber ich lese es jetzt nicht vor. Dafür geht es mir A zu schnell. B habe ich keine Lust, jetzt Märchen vorzulesen. Aber ich könnte vermuten, dass hier irgendwas rauskommt. Irgendwas mit mir. Die Seite würde ich jetzt doch noch gern nochmal lesen. Ich kann es schneller machen. Gut, dass ich das beschleunigen kann. Weil das letzte war wirklich. Jetzt das hier. Da oben ist irgendeine Elfe, die rumfliegt. Aber die hat nichts damit zu tun. Ich sollte irgendeinen Engel finden, aber ich weiß nicht, was gemeint ist von ihm. Wo ist der Schlüssel? Das ist die Frage. Da unten ist wahrscheinlich der Engel, vermute ich, oder sowas. Währenddessen rede ich erstmal noch mit ihr. Aber das heißt, dass du diesen Traum verlassen willst. Bist du fröhlich hier, Mary? Es wird alles vorbei sein. Wir alle werden vorbei sein. Ah, aber wenn du dir sicher bist,
Wie wär's damit? Ich gebe dir den Samen, wenn du mir eine Frage beantworten kannst über die Geschichte, die ich dir erzählt habe. Jo. Okay. Ich gebe dir 3 Samen, wenn du die Frage richtig beantwortest. Aber wenn nicht, dann musst du mir eine der Blütenblätter geben. Die Frage ist, wen hat Adonis geliebt? Die Mutter wirkt schon fast zu behindert, wenn ich bei den anderen eher eine 50-50 Chance habe. Der Fuck ist da gerade runtergefallen. The fuck ist hier rumglitschen. Seht ihr das? Was glitscht denn da? Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Ich gehe zum Titel zurück. Also diese Frage, die hole ich mir richtig ab. Und zwar sowas von. Bei der Frage vermute ich, dass sie an Mary gerichtet ist, das Buch. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Auch falsch. Glitscht schon wieder rum. Ups. Falsche Taste. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Auch falsch. Okay. Man kann es nur falsch beantworten, wenn man es versucht. Was? Du hast keine Antwort? Also, das ist richtig. Ich habe nie gesagt, wen Adonis geliebt hat. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen wollte, Mary. Aber ich wollte nicht, dass du uns verlässt. Hier ist dein Samen. Bye bye, Mary. Aber vergiss mich nicht. Wer fällt da runter? Wer zum Teufel fällt da runter? Ich speichere mal auf diesen Speicherstand. Ich habe eh das Gefühl, ich mache hier gerade einen großen Scheiß. Nein, ich will es nicht lesen. Der Schlüssel ist 100% in der Truhe. Dieser goldene, den auf den ich ewig warte. Aber was anderes fällt mir nicht ein, aber ich wette, es ist falsch. Nein, das ist nicht richtig. Tut mir leid, Mary.
Ich muss eins deiner Blütenblätter im Austausch nehmen. Dann ist das das Ende meiner Rolle. Finde den Engel. Ja, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich muss den Engel finden. Aber ich weiß nicht wie, und Engel ist nicht der Code. Nur, ich mag ihn nicht. Hast du alle die Samen? Du hast sie schon? Gutes Mädchen. Aber du brauchst ein Moor. Gib mir nur ein Blütenblatt von der Lilie, Mary. Du musst mir nichts anderes geben. Ich weiß, dass du meinen Samen... Okay, das hat komisch geklungen. Den Samen verdienst. Ich bin aber fast am Verrecken oben. Das sieht man. Ich glaube, ich habe das Ende gezockt, indem sie für immer im Traum bleibt. Ach so, ich muss selber nach unten steuern. Ich habe auf jeden Fall verkackt. Mary. Das Schicksal, bist du glücklich mit ihm? Ich verstehe. Dann, Mary, gebe ich dir eine weitere Chance. LOL. Okay. Heißt... Kann das alles neu zocken? Ich muss aber erstmal wieder alles finden. Die Lilienblätter habe ich schon wieder. Wo war denn der Schlüssel? Manche Sachen muss man anklicken und dann mehrfach. Ah, ich muss die Schokolade essen. Okay. Ich muss den Engel finden, bloß wie? Ah. Ich muss es umwerfen. Ich muss den finden. Hier gibt's...
Hier gibt's irgendeine Möglichkeit, den Schlüssel zu finden. Der ist in dieser Scheißtruhe. Engel ist es nicht. Vielleicht Mary? Das war das Sea Angel. Oh, nicht sieht. Okay. Ich finde kein passendes Wort für. Ich klicke gerade einfach nur alles ab. Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben. Oh Gott. Ich muss dieses blöde Passwort finden. Also ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Ja, ich würde sagen, das war's für den Teil, weil ich das immer noch im Suchen nach dem Passwort bin. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen, indem ich dann hoffentlich das Passwort habe. Also, Servus, Leute.